Hallihallo, liebe Leute im Livestream und hallihallo, liebe Leute, die sich das nachträglich ansehen. Willkommen zu einer weiteren Runde Suikoden 2, wo unser Abenteuer weitergehen wird. Yay! Unsere Squirrel Company wird weiter voranschreiten. Allerdings vorher eine kleine Zusammenfassung, was ist beim letzten Mal überhaupt alles geschehen. Ja, zuallererst fing das Ganze ja so an, dass wir die Charaktere Ryo und Joey kennengelernt haben. Zwei beste Freunde seit Kindheitstagen, die sozusagen einer Armee beigetreten sind und ja, alles scheinbar recht friedlich zu sein schien, weil eine Art Friedensvertrag ausgehandelt wurde. Allerdings lief das Ganze in deren, ja, sag ich mal, Gebiet doch etwas anders aus, weil es einen kleinen Hinterhalt gab und alles, ja, dort, ja, niedergemäht wurde. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft, also Ryo und Joey haben es geschafft zu fliehen. Und sind dann sozusagen, ja, ins tiefe Wasser gelandet und wurden irgendwo angespült. Und von alten Bekannten aus dem ersten Teil, Victor sozusagen wieder aufgefunden. Und erstmal in deren Söldnerfestung gebracht. Allerdings hinter Gittern, weil sie könnten ja gefährlich sein. Ja, und was tut man mit Leuten, die hinter Gittern sind? Richtig. Erstmal knechten lassen. Wir durften Putzarbeiten machen, Laufereien und so. Ja. Auf jeden Fall haben wir es dann irgendwann auch geschafft, Rios Schwester mal wieder zu treffen. Die sozusagen, ja, auch froh war, ihn wiederzusehen, nachdem was ja geschehen war. Dadurch, dass ja, ja, das gesamte Armeelager niedergemetzelt wurde und, ja, die Schwester logischerweise Angst hatte, dass Ryo umgekommen ist. Aber, ja, sie wurde eines Besseren belehrt, ne? Ryo. Auf jeden Fall, nachdem wir alle Aufträge, ja, soweit erledigt hatten, wurden wir dazu beauftragt, neue Rekruten mal anzuwerben. Für unsere Söldnerfestung, damit wir, ja, sozusagen mehr Verteidigungskraft haben, um gegen die böse Armee bestehen zu können. Jo, haben dann natürlich erstmal unsere Reise soweit fortgesetzt, noch ein paar interessante Leute getroffen, auch jemand, der uns helfen soll, uns, ja, gegen die böse Armee zu verteidigen, nämlich Zai, der dafür gesorgt hat, dass wir Feuerspeere bekamen. Ja, aber allerdings, bevor wir dazu kamen, überhaupt die Kompanie, ja, führen zu dürfen, mussten wir uns sozusagen noch Flicks Prüfung stellen, die wir nach ein paar Versuchen mit Bravour geschafft haben und sozusagen dann im Kampf, ja, leider entsetzt feststellen durften, dass die Armee einfach mal unser Lager überrennt und, ja, durften natürlich dann jetzt einen neuen Unterschlupf suchen. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir dann den Weg des Schicksals kennengelernt und ja, die enge Bindung zwischen Ryo und Joey sozusagen erfahren, die ja wirklich Hand in Hand ja, durch Ding und Dünn gegangen sind. Eine sehr herzzerreißende und doch mitfühlende, ja, kleine Zusammenfassung gewesen, wo sie ja ihre Ruhen dann bekamen. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann uns beim Weißen Hirschmein niedergelassen und durften uns auf Schatzsuche begeben, denn, ja, der Mann wollte auf jeden Fall zusehen, dass er etwas Geld rankriegt und, ja, wir haben ihm dabei geholfen, den Schatz zu bergen, beziehungsweise, ja, der Schatz war nicht der Schatz, den er haben wollte, sondern eigentlich nur ein Heilkraut, was er dazu brauchte, um seine Frau, die später krank wurde, zu heilen. Ja, was wir dann auch taten und, ja, wir haben sie gerettet. Nichtsdestotrotz sind wir dann auf jeden Fall, ja, auf dem Weg nach Muse gewesen. Ja, und wurden dort natürlich leider kurzerhand, obwohl wir entsprechend die Möglichkeit hatten reinzukommen, durch die Pässe von dem Inhaber und der Inhaberin zum Weißen Hirsch. Ja, allerdings waren die misstrauisch, haben uns eingesperrt. Aber dank Victor und Flick sind wir ja soweit frei und werden jetzt in Muse sozusagen, ja, erstmal zusehen. Das war, ja, Lorraine, oder wie sie nochmal hieß, antreffen. Und so wissen, wie wir jetzt weiter vorgehen werden. Gut, Leute. Soweit zur Zusammenfassung. Wir machen jetzt weiter. Nee, zum ersten Mal nicht. Ich bin, sozusagen jetzt hier, soweit, dass ich mit der lieben Dame hier reden muss. Leona war's. Oh. Hab mich ein bisschen vertan. Das Rathaus ist in der Sackgasse nördlich von hier. Beeil dich und geh. Achso, wir müssen direkt zum Rathaus als nächstes. Okay. Ja, genau, zweites Mal. Ich wurde nämlich eingesperrt. Oh, Pilika. Ja gut, sie redet immer noch nicht.
Stimmt es also, dass Toto... Ups. Stimmt es also, dass Toto und Ryube zerstört wurden? Ja. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Highlander so hinterhältig sein könnten. Luca Blight, der Prinz von Highlands, er ist kein Mensch. Er ist ein Teufel, der sich in einen Anzug aus Fleisch und Blut versteckt hat. Das haben wir schon auch mitbekommen. Ich will mal kurz was einstellen. So, wir machen jetzt mal Textgeschwindigkeit auf schnell. Gut. Alles klar, dann gehen wir zum Rathaus. Wir werden erwartet. Lodges ist gerade vor kurzem hier vorbeigekommen. Er ist wirklich stattlich. Dr. Huan, der beste Arzt im Lande, lebt hier. Darum bin ich so gesund. Ich kann wen finden, der Lissabon... Achso, Missable. Oh, okay. Aber das wäre natürlich richtig blöd. Wenn das hier jetzt schon anfängt. Clive Quest habe ich gestartet, okay, also habe ich... Okay. Unser Runenmeister, Zenith, ist ein großartiger Lehrer. Eines Tages werde ich auch sein Schüler sein. Oh, er hier? Willkommen, oh Suchender! Ich glaube, ich habe gerade nichts... Oh doch, ich habe noch Wasser, Funke, Böe und Dunst. Heilt hauptsächlich Magie. Ich glaube, ich gebe das mal Nanami. Jetzt nur die Frage, ob rechts oder links. Was auch immer das für eine Bedeutung hat. Achso, das ist welche... Hä? Ah, das sind schon Runen, die angebracht wurden. Okay. Aber warum rechts oder links? Ich glaube, das ist egal, oder? Wir nehmen rechts. Weil wir brauchen eine Heilerin. So. Geschwindigkeit. Kann physischen Angriffen ausweichen. Alle Mitglieder angriffen nach Schwinger. Was? Die Übersetzung ist so seltsam teilweise, ne? Lebe wohl. Linke Hand, rechte Hand um den Kopf. Okay. Interessante Platzierung auf jeden Fall für Runen. Ich glaube, beim ersten Teil wurde das gar nicht so beleuchtet, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Na gut, egal. Wir lassen das erstmal so. Wenn man in Muse ein Geschäft eröffnen will, braucht man eine Lizenz. Ich hoffe, dass ich bald eine bekomme. Gib alles. Unser sechstes Kind wurde gerade geboren. Wir gehen heute mit ihm zum Arzt. Oh, dann wart ihr aber echt fleißig, wenn ihr schon beim sechsten Kind seid. Ah, Victor. Oh, ihr seid gekommen. Hier drüben. Gut, dass ihr alle hier seid. Ihr habt euch etwas verspätet. Aber ich glaube, es ist okay. Sie ist sehr beschäftigt. Wen werden wir treffen? Nun, ihr werdet es früh genug herausfinden. Los, gehen wir. Okay. Du bist Victor, nicht wahr? Bitte geht hinein. Das Konferenzzimmer ist an der Vorderseite. Victor tritt der Truppe bei. Ja, nein. Na gut. Muss aber sagen, dass das Rathaus echt schön aussieht von innen. Die Architektoren sind sehr... gut gewesen. Hey, so geht das aber nicht. Warum darf ich da nicht rein? Ich will ein paar Bücher lesen. Sieht doch keiner außer der hier und der ist unwichtig. Oh, ich mache eigentlich nichts Besonderes. Ich bin nur hier, weil hier so viel Platz ist. Okay. Ich finde jetzt nicht, dass hier so viel Platz ist. Ich meine, klar, wenn man das hier mitzählt, schon. Aber was für ein Grund ist das? Bitte tretet ein. Lady Annabelle wartet schon im Konferenzzimmer. Kann ich hier rein? Nein. Victor lässt uns nicht. Da auch nicht.
Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Immer diese Einschränkung. Sag ihnen, dass sie sich beeilen und entscheiden sollen. Die Leute von Tinto sind immer gleich. Als Boten werden wir schicken... Fitcher, er wird uns nicht enttäuschen. Ja, sofort. Wie immer, Lady Annabelle. Dein Urteil ist über jeden Zweifel erhaben. Ich brauche deine Schmeicheleien nicht. Geh jetzt! Ich habe keine Zeit für Leute, deren Mund schneller ist als ihre Füße. Ja. Und weg ist er. Uff. Oh, du bist gekommen, Victor. Ich hab dich schon hunderte von Malen bei der Arbeit gesehen. Aber du überraschst mich jedes Mal wieder. Ist es also wahr? Ich habe gehört, dass du dein Fort verloren hast. Ja, und ich habe noch viel mehr verloren. Nun, es hat nicht lange gedauert, bis sie den Friedensvertrag gebrochen haben. Dieser Luca Blight ist eine wirkliche Bestie. Ich fürchte, dass dieser Krieg nie enden wird, ehe nicht entweder der Staat oder das Königreich Highland in Schutt und Asche liegen. Er ist verrückt. Er ist ein Wolf, der mit dem Geruch von Feuer und dem Geschmack von Blut aufgewachsen ist. Man kann ihm nicht vertrauen. So, was führt dich denn hierher? Ich sehe, dass du drei Kinder bei dir hast. Ja, dies ist Rio. Dies ist Joey. Und dieser kleine Lümmel ist... Nanami! Vor der du dich in Acht nehmen solltest, Victor. Ja, ja, Nanami. Es sind diese Kinder und noch ein kleines namens Pelika. Kannst du noch vier aufnehmen? Ich würde sie bei mir behalten. Aber man weiß nie, wenn der Krieg ruft. Ja, du kannst die Kinder nicht mit in den Krieg nehmen. Aber... Joey... Jerry Atreides? Woher kennst du meinen Namen? Es gibt einen Ladenadling in der Stadt Chiaro mit einem Sohn dieses Namens. Nicht wahr, Jess? Der ältere von zwei Söhnen. Er ist gegenwärtig ein flüchtiger Krimineller aus Highland, dem man Hochverrat vorwirft. Und ihr? Rio und Nanami? Rio... Hieß dein Adoptivvater Genkaku? Hm? Was? Woher weißt du das? Woher weißt du von Großvater Genkaku? Ich hörte, dass Meister Genkaku zwei Kinder adoptierte. Ich glaube, ihre Namen waren Rio und Nanami. Meister Genkaku! Du meinst doch nicht, dass... Victor, ich werde ihm alles erzählen. Bis dann. Rio, Nanami, ist Meister Genkaku gesund? Großvater Genkaku starb voriges Jahr. Ach so, wir konnten also die Verbrechen gegen ihn nicht wieder gut machen. Verbrechen wieder gut machen? Nun, also, reden wir darüber, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt in diesem Augenblick. Muss ich mich um die Armee von Highland kümmern? Jess, ich lasse diese drei in deiner Obhut. Ja, Milady, selbstverständlich. Bis später. Vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ich freue mich schon darauf. Okay, ich bin in Leonas Taverne. Ihr könnt euch ein bisschen umsehen und kommt zurück, wenn ihr müde werdet. Bis später. Ja, aber besauf dich nicht sinnlos, ne? Also dann, Rio, Joey, Nanami, ihr könnt euch im Rathaus frei bewegen und auch mit den Wachen sprechen. Aber stört Lady Annabelle nicht. Wenn ihr etwas braucht, könnt ihr euch an mich wenden. Entschuldigt mich jetzt, ich habe noch Arbeit. Ja, sehr schön, jetzt kann ich also alles machen. Da müsste ich gleich mal tatsächlich nachgucken, Rabe. Hey, warum schauen wir uns nicht einmal ein bisschen um? Umschauen? Dann du bringst uns nur in Schwierigkeiten. Keine Sorge, keine Sorge.
Er sagt, es wäre okay, wenn wir uns ein bisschen umsehen. Ich meine, Hanna habe ich auf jeden Fall. Bei Rikimaru bin ich mir gerade unsicher, wer das nochmal war. Kann man es irgendwo gerade nachsehen? Nee, ne? Nee, kann man gerade nicht nachgucken. Aber dies ist die einzige Größe, die wir haben. Wovon redest du? Diese sind die Uniform der Jugendbrigade. Was können wir damit denn anfangen? Was ist denn? Rio, Joey, ich habe eine Bitte. Werdet ihr mir die erfüllen? Worum geht es denn? Die Armee von Luca Blight kampiert in der Nähe der Grenze zwischen Muse und Highland. Sie werden uns demnächst hier in Muse angreifen. Ich möchte gern wissen, wie viele Vorräte sie mit sich haben. Wir haben hier einige Uniformen der Jugendbrigade, mit denen ihr euch einschleichen könnt. Rio, Joey, ihr wart doch in der Jugendbrigade, nicht wahr? Wir haben keine anderen Uniformen, aber würdet ihr das für uns tun? Kommt drauf an. So. Wir sollen uns also in das Armeelager von Highland einschleichen und herausfinden, wie viele Vorräte sie haben. Ist das richtig? Was? Ist das nicht gefährlich? Nun, etwas schon. Aber es wäre eine große Hilfe für Muse. Wenn wir herausfinden könnten, wie viele Vorräte sie haben, würde uns das verraten, ob sie eine lange Belagerung oder einen Blitzangriff mit allen Kräften planen. Nun... Wie ist es, Rio? Ja, ich meine, no risk, no fun, ne? Also wir machen es. Was? Das ist gefährlich! Wirklich, danke! Ihr seid der Stolz von Muse! Hier sind die Uniformen. Ich schätze, ihr wisst, wie ihr die anziehen müsst. Und zur Grenze von Highland zu kommen, folgt der Straße nach Nordosten. Ich werde die Wachen an den Kontrollpunkten informieren. Viel Glück! Sehr schön. Nun, ich habe keine andere Wahl. Ich würde mir Sorgen um euch machen, Rio und Joey. Darum gehe ich mit euch. Okay. Gehen wir auch zu Leonas Taverne und sehen wir einmal, ob sich noch mehr anschließen. Rio, vielleicht können wir endlich auch etwa helfen. Wovon redest du denn? Wenn es gefährlich wird, musst du hierher zurückrennen, Joey. Ach, was ist schon Gefahr? Alles, was ich mache, ist Formulare einreichen, Formulare empfangen und Formulare neu einreichen. Den ganzen Tag. Was für eine Arbeit. Ja, ich würde sagen, hast du ja selber so ausgesucht, ne? Register der Stadt Muse. Ich bekomme ein Fragezeichenbuch. Aufzeichnung der Stadt Muse. Fass mit Abfällen. Fass mit Krimskrams. Gebündelte Schriftrollen. Regal mit Kleinigkeiten. Vase zum 100. Jubiläum von Muse. Also wahrscheinlich sehr wertvoll. Vase zum 200. Jubiläum von Muse. Also noch wertvoller. Geschichte der Stadt Muse. Geschichte der Stadt Muse. Und weiter in die Geschichte. Mit Dokumenten gefüllter Kasten. Ja. Okay, mehr gibt's hier nicht. Achso, da kann ich ja nicht mehr rein. Annabelle scheint beschäftigt zu sein. Stört sie also nicht. Los, gehen wir! Gut, dann schauen wir mal hier bei den Leuten mal nach. Lady Annabelle ist ziemlich streng mit den Menschen. Aber das ist gut so, weil sie uns dadurch aktiv hält. In Regalen alle gestopfte Dokumente. In Regale gestopfte Dokumente. Oh, der trägt Bücher. Wenn du eine Heiratsurkunde brauchst, kann ich dir helfen. Und du bist... Rio. Okay, sind weiterhin Dokumente. Ich bin sehr beschäftigt. Ich habe kaum Zeit zum Atmen. Wenn du beim... Was auch immer du machst, nicht atmen kannst, dann solltest du dir echt Gedanken über deinen Job machen. Ich möchte wissen, wohin er ging. Er sollte zuerst eine Erlaubnis von Lord Fitcher holen. Um wen geht's? Redet nicht so in kryptischen Worten. Das Rathaus ist auf jeden Fall groß.
Warum ist hier eine Tür, in der ich nicht rein kann? Okay, ich glaube, die wollen da ihre Ruhe haben. Könnte ich verstehen. Gut. Mehr haben wir hier nicht, ne? Ist aber ein schönes Gebäude. Alles klar, dann ab zur Taverne. Wollen wir doch mal sehen, wie es da ausschaut. Ich glaube, ich laufe gerade falsch. Nee, doch, ich bin hier falsch. Ich muss nur ein bisschen weiter tiefer. Hier muss ich noch einmal rum. Ja. Yep. So, Leona. Ach so. Ich laufe schon automatisch. Oh, gut, ihr seid zurück. Aber wenn ihr nach Victor oder Flick sucht, sie sind dabei, Soldaten zu rekrutieren. Nun, eigentlich... Das klingt nicht gerade wie eine gute Idee, nicht wahr? Selbst wenn es nur etwas ist, ich werde meinen Teil dazu beitragen, um zu helfen. Nun, geh und versuche dein Bestes. Aber denk immer daran, man kann es auch übertreiben. Ich möchte, dass du einige Freunde mit dir in das Camp von Highland nimmst. Vielen Dank. Okay, wir haben Rikimaru, Hanna, Millie, Shiro, Samsa, Gengen, Kinnison und Sai. Also Hanna und Rikimaru habe ich tatsächlich. Rikimaru nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich zeig dir, wer ich bin. Weil der hat schon ein gutes Level. Sai will ich auch dabei haben. Und Kinnison. Gut. Scheinbar nicht Rabe. Shiro soll ich mitnehmen. Den kann ich aber nicht kontrollieren. Das finde ich ein bisschen schade. Okay, viel Glück und komm sicher zurück. Ich werde es Victor und Flick erzählen, wenn ich sie sehe. Ja gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir ihn mal mit. Ja, wir wollen da mal austauschen. Dann würde ich sagen, lassen wir Zai hier, oder? Shiro. Wuff! K Kurzdistanz, M Mitte und G Großdistanz, okay? Alles klar. Dann will ich das einmal kurz anpassen. Formation. So, das heißt, Rikimaru und Shiro müssen definitiv nach vorne. Und die anderen können theoretisch so bleiben. Wobei ich in dem Fall Ryo nach vorne haben will. Als Nanami. Ja, doch.